Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen LS19. Auch wenn es nicht so aussieht, wir sind auf der PlayStation unterwegs, auf der Karte Ravenport. Und wir haben hier beste Sicht aufs Meer. Die Sonne geht gleich auf, der Mond geht unter und ich stehe hier vor meinem neuen Domizil. Ja, hier wohne ich jetzt mit der besten Aussicht auf der ganzen Karte. Ja, man sieht, ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Ich bin da noch ein bisschen am Renovieren. Aber das meiste ist eigentlich schon da. Okay, es hat sich einiges getan. Wir haben hier auch dieses Feld noch gekauft. Feld 13. Da ist auch schon was angepflanzt. Meistens sieht man ja so in den amerikanischen Filmen von der Farm. Da steht nebenan gleich der Mais. Ich habe hier auch Mais hingestellt. Jawohl. Und ich bin mit dem Pickup hierher gefahren. Wir haben hinten da noch ein bisschen Material drauf. Ich habe da noch einen Ballenspieß und eine Palettengabel drauf. Die muss ich nachher noch zum Kuhstall bringen. Ich habe hier einen Weg gebaut, wo ich jetzt sehe, damit das Gras in der Mitte ganz schön hoch ist. Die Baumwolle ist gewachsen, so wie es aussieht. Wir haben ja da diesmal in Baumwolle ein bisschen investiert. Nebenan ist der Schweinestall. Oder geradezu nebenan. Ja, kann man sehen, wie man will. Da haben wir auch das Feld 7. Und ich sag mal, der ganze Kredit, was wir aufgenommen haben, ist mittlerweile ziemlich, ziemlich geschrumpft. Jawohl. So, hier sind die ersten Schweine drin. Die müssen heute mal noch das erste Futter bekommen und das wollen wir gleich mal machen. Und ja, eigentlich haben wir genug zu tun. Die Kühe ist auch über die Hälfte schon im neuen Kuhstall. Der Rest bleibt erstmal unten. Wir fahren auch jetzt runter noch zum alten Hof. Dort sind noch Schweine, Kühe, die Felder sind abgeerntet, das haben wir schon geschafft. Aber wir haben noch einen Anhänger voll Mais, der geht jetzt hier hoch. Den wollen wir hier den Schweinen verfüttern, dann können die hier auch fressen und Mist machen, Gülle. Unten haben wir nämlich noch viel, viel Mist. Und der viele Mist ist zu schade, damit wir den wegschmeißen. Und ich würde sagen, wir machen uns nämlich ein Mistlager. Klingt zwar ein bisschen eklig, aber könnte noch eine ganz coole Idee sein, habe ich das Gefühl. So, bald müssen wir nicht mal hier runter und wenn wir unten dann auch die Tierstelle und das Land verkauft haben, ist natürlich auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse gekommen. Obwohl als nächstes eigentlich Ernte ansteht, Baumwolle definitiv. Und da sollte auch ordentlich was zusammenkommen. So, wir sehen hier unten die Fahne hängt noch, beleuchtet ist alles schön. Der Tiertransporter ist da, den will ich nachher auch. Den mitnehmen und vielleicht nehmen wir noch die eine oder andere Kuh mit rüber, würde ich sagen. Kann ich das ankoppeln, ohne damit der Rest rausfliegt? Ja. So sieht's aus. Die Kühe sind wahrscheinlich wieder dreckig. Wie gesagt, hier ist noch einiges an Material mitzunehmen. Die Kühe werden hier auch nicht mehr gefüttert. Die können das noch leer essen und wenn sie es leer gegessen haben, dann kommen sie rüber zum neuen Stall.
So lange können sie hier auch noch produzieren. So, wir machen sie aber natürlich trotzdem sauber. Die müssen natürlich trotzdem gepflegt werden. Jetzt fahre ich hier noch den Stall zum Schluss kaputt. So, bei den Schweinen ist es ganz cool, wenn die anfangen zu fräsen, dann fliegt hier so viel raus, damit mehr Schweinefutter hier neben liegt, als überhaupt im Futtertrog ist. Und dann können wir das hier auch aufnehmen. Und dann habe ich nämlich hier hinten mir einen Anhänger hingestellt. Und da mache ich dann das Schweinefutter rein. Das können wir dann später auch wieder verfüttern. Genau, aber ich glaube, als erstes werden wir da anfangen, bei den Kühen den Mist dann rauszufahren. So, da ist nämlich ordentlich drin. Ich glaube über 80 oder 90.000 Liter Mist. Dann haben wir hier noch einiges an Material rumzustehen. Das muss auch noch weg. Die Halle kommt noch weg. Ich sag ja so, Abriss ist auch nicht in 5 Minuten gemacht. So. Und heute kommt nämlich schon der New Holland hier weg. Der hat jetzt schon die Schaufel bei. Er fährt jetzt erstmal Richtung Schweinestall, zum neuen Schweinestall. Und später geht er dann auch rüber zum Kuhstall. Oder vielleicht, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es aufteile. Hier unten ist es jetzt natürlich alles auf einem Platz gewesen. Später ist natürlich Kuhstall und Schweinestall getrennt, die müssen aber trotzdem sauber gemacht werden und so weiter. Okay, ist schon eine kleine Steigung hier. 21.000 Liter Mais. So, jetzt früh morgens werden wir uns erstmal um die ganzen Tiere kümmern, um den Mist kümmern und am Tage, wenn dann die Sonne hoch steht, wenn es dann wirklich warm ist und der bisschen Tau aus den Feldern raus ist, werden wir uns der Baumwolle widmen. Da haben wir ja bei der letzten Baumwollernte ordentlich Gewinn gemacht, muss ich sagen. Und wir haben den Ernter noch behalten, haben nochmal Baumwolle angepflanzt und wollen da auch nochmal eine fette Ernte rausholen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, dort ist der Schweinestall mit Solarpanel auf dem Dach.
So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es kommt da hinten hin. Also nicht ganz so der richtige Anhänger, um hier die Schweine zu füttern. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Abkippseite. So, jetzt denn. Hinten, genau. Kornschieber ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wieso müssen wir über einen Kornschieber abkippen? Okay, es hat fast alles reingepasst. Aber nur fast. Also da. Gucken wir gerade noch ins Menü rein. Die Schweine haben jetzt auf jeden Fall genug Mais. 19 Schweine. Und im anderen Stall sind noch 74 Schweine. Also, da geht auch noch einiges. So, die Kühe im alten Kuhstall haben auch noch ziemlich alles und im neuen Kuhstall nicht mehr allzu viel. Okay, und dreckig sind sie auch. Also es wird wirklich Zeit, damit ein Traktor runtergeht. So, ich habe ja gesagt, den Klaas Aktion 870 haben wir da. Also nicht den 900er, den 800er bloß. Den will ich verkaufen, aber finanziell sieht es erstmal schlecht aus. Und andererseits fahre ich den noch recht gern. Der wird jetzt eingesetzt für den Misttransport. Und die Misthaufen möchte ich gerne hier hin machen, wo dieses Schneidwerk drauf steht. Kann ich nachher hier unten mit dem Anhänger stehen und von oben Mist laden. Das wäre auf jeden Fall erstmal die Idee. So, das sieht doch schon ganz gut aus hier mit der Baumwolle.
So, richtig Ordnung ist da aber auch noch nicht, hä? Aber jetzt haben wir auch keine Zeit, um da noch aufzuräumen. Jetzt müssen wir... Wo habe ich jetzt den Anhänger? Da drüben. Also wir müssen ja nicht Mist laden, aber wäre doch mal eine ganz coole Aktion, damit es da unten wegkommt. Ich weiß nicht, ob der, normalerweise bleibt ja der Mist, wenn wir die Gebäude verkaufen. Gülle wird weg sein, weil das Lager dann auch weg ist. Wir haben ja schon einiges an Gülle auf die Felder gebracht. Aber da kommt natürlich immer wieder was zu. Und den Mist, den will ich da zwischenlagern. Und so einen Miststreuer haben wir, glaube ich, nämlich auch nicht. Ah, Kurven fahren am frühen Morgen, da wird ihn gleich mal richtig vergeht Kummer und Sorgen, oder was? Was haben wir da eigentlich auch Schweinefutter reingekippt, oder was? Haben wir eigentlich überall Schweinefutter reingekippt? Natürlich nicht so günstig. Schweinefutter, super. So, den lasse ich mal laufen. Wir schmeißen den Teleskoplader an. Und jetzt gucken wir noch mal, wie viele tausende Tonnen da drin sind. Nicht 85.000 Tonnen, 85.000 Liter. Also 85 Tonnen. 85 Tonnen Mist. Ja, da bin ich ein bisschen. Da muss ich ein bisschen fahren. Wir werden es dann so machen, beim nächsten abgeernteten Feld schauen wir mal, ob wir uns Miststreuer leisten können und laden dann den Mist hier unten und bringen ihn dann aufs Feld. Liter kriege ich da in die Schaufel rein, ist auch nicht zu wenig. Und der Manitou hier, der gefällt mir richtig gut.
eigentlich das ideale Gerät hier, um solche Arbeiten zu machen. Am frühen Morgen hier schon für frische Luft sorgen auf Ravenport. Ich meine, da müssen wir ein paar Mal fahren. Ich weiß nicht, was kriege ich hier rein in die Anhänger. 40, 45.000? Ja, okay. Müssen wir vielleicht doch nicht so oft fahren. So, sieht schon bald voll aus. Vielleicht noch eine Schaufel. Boah, hab jetzt nicht mitgezählt, wie viele Schaufeln wir schon reingeschmissen haben. Ach, auf der Karte wird es auch nicht langsam hell, das wird immer so stufenweise heller. Der ist natürlich nicht ganz so schick. Er scheint voll zu sein hier. Da haben wir jetzt drin 29.000. Hinten geht auch noch ein bisschen was rein. Jetzt stehe ich aber ein bisschen komisch. Dann werden wir diesen Betonplatz, was wir oben am Hof haben, benutzen für Mist. Und von da aus dann ja, als Mistlager quasi. Und von da aus dann auf die Felder verteilen. So, es geht ja eigentlich darum, damit wir den Mist ja irgendwo zwischenlagern können, damit wir den nicht nachher, wenn wir das Gebäude verkaufen, irgendwie verlieren. Wichtiger Dünger. Ja,
Eine Schaufel geht da sicher noch rein. Okay, voll. Oh, 38.300 Kilo. Ja, dann Halleluja. Dann fahren wir mal los. Ja, bis jetzt geht's noch. Jetzt ist aber auch noch unten und flach. Jetzt spannend, wir werden da sicher hochkrauchen, hochkriechen. Aber nochmal vollladen, dann ist der Mist vom Kuhstall erstmal weg. Habe ich völlig unterschätzt, wie viel wir doch hier in den Anhängerzug reinbekommen. Ist halt auch amerikanischer Stil hier. Big bigger am biggesten oder so. Oder big ist besser. Ah, noch zieht er. Ich habe schon wieder vergessen, auf Dollar und Meilen pro Stunde umzustellen, aber das vergesse ich irgendwie meistens. Wenn ich es nicht gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen. Oh mein Gott, jetzt wird es denn 15, 14, 13, 14. So schlecht ist er nämlich gar nicht, der kleine Axion hier. So, dann will ich das hier hinkippen, mal gucken, ob das auch so geht, wie ich mir das vorstelle, ob wir da noch irgendwie was anderes brauchen. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist aber so, damit ich da nicht mehr hinkippen kann, weil er sagt, es hat nicht genug Platz. Wenn ich vielleicht ein bisschen vor und zurück fahre, der erste Anhänger ist eigentlich das muss ich auf jeden Fall irgendwie mit einem mit irgendeinem Schild oder so ein bisschen zusammenschieben nachher. Also
Das wäre erstmal für heute von der Ravenport. Wir haben ordentlich Mist gemacht. Es ist einiges Neues dazugekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es noch in die Kommentare natürlich und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.